Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Sascha on Tour Video. Mein Bruder und ich waren mal wieder auf einer Börse und zwar auf der Watte Nerd. Die fand in Ritterhunhude statt. Das ist in der Nähe von Bremen. Das ist die erste Retro-Börse und wir waren sehr gespannt. Wir sind etwa 150 Kilometer eine Strecke gefahren dahin. Ja, und das war so, dass wir morgens recht früh losgefahren sind. Was heißt früh? Wir haben uns um kurz nach sechs auf den Weg gemacht und waren dann gegen 7:30 da. Und um 10 Uhr öffnete diese Börse ihre Pforten. Dann später, also waren wir erstmal dort, haben aufgebaut und es war schon sehr schön. Es war so eine, war ein Kino auch drin, merken wir in dem Haus wohl. Es war ein Festsaal und den Festsaal mit Teppich sogar, da war dann. Da waren die Börsentische. Ich hatte diesmal drei Tische dort und das war wirklich sehr schön gemacht. Ich konnte da meine Filme, ich konnte Spiele und ich habe auch Toys ein bisschen mitgebracht. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt das gefilmt habe, diesmal meinen Stand. Sonst filme ich ja mal meinen Stand. Egal, ihr seht es auf jeden Fall. Gerade, ich habe auch so eine ganze Menge Bilder davon gemacht. Ich starte hier jetzt einfach mal das, was ihr seht über die Stände und all das, was ich so aufgenommen habe, werdet ihr jetzt sehen, während ich noch ein bisschen labere dazu und dann der Rest wird dann in Musik sozusagen überleiten und dann werdet ihr mich nicht mehr hören, aber schöne Bilder sehen. So, machen wir es einfach so. Ihr könnt sehen, das ist eben halt in diesem Festsaal stattgefunden. Da waren bestimmt 50 Aussteller, kann man gefühlt. Und es war auch sehr schön organisiert, jedenfalls dort vor Ort. Ich muss aber zugeben, in dem Ganzen war ich ein bisschen fragend. Ich war auch angekündigt als YouTuber Martin Cutter Production. Und das fand ich erstmal sehr nett und das fand ich auch cool. Nur ich habe am Anfang ein bisschen weniger Informationen. Es war halt so natürlich, die haben sehr viel dazugelernt noch und es wird bei der nächsten auf jeden Fall reibungsloser abgehen. Es hatte da wohl auch so ein bisschen organisatorisch am Anfang sozusagen ein bisschen ein paar Stolpersteine gegeben, sagen wir so. Das ist ja immer so bei einer ersten Börse, ist auch verständlich. Es hat sich auch alles geregelt. Wir haben ganz normal miteinander kommuniziert. Ich habe den einen nochmal angeschrieben, wie es aussieht und so weiter. War super. Es waren super nett, die ganzen Veranstalter. Ich grüße euch an dieser Stelle, auch wenn ich eure Namen jetzt gar nicht so im Kopf gerade habe. Aber ihr wart alle super sympathisch. Von der Pixel Squad, glaube ich, war das die Gruppe. Und das war sehr, sehr schön organisiert. Und es war ja so, dass ich erst nicht wusste, was ist das für eine Börse? Ihr habt das als Retro-Börse angekündigt. Als ich sozusagen gefragt wurde, das ist schon ein halbes Jahr vorher gewesen oder dreiviertel Jahr, ob ich dabei bin, da wurde man mir gesagt, nimm nicht nur Games mit, wir wollen halt ein breit gefächertes Angebot haben. Also habe ich eben halt auch viel Filme mitgenommen, Games und eben Toys, obwohl bei Toys, das waren halt viel im Schauen und ihr seht, es ist auch sehr vielseitig gewesen, es waren viele mit Games da, es waren auch einige Retro-Händler da, die sehr viel Retro-Stuff hatten, Toys waren ein bisschen weniger, es war sogar eine Grading-Area da, so dass man sich informieren konnte über Grading, das fand ich auch sehr schön und ein paar Künstler waren da, die zum Beispiel aus Lego kleine Dioramen gebaut haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dieser Stelle jetzt ich das eingeblendet habe, wo ich davon rede, aber es ist eben halt sehr vielseitig gewesen und jetzt höre ich erstmal auf zu labern. Genießt die Bilder und am Ende zeige ich euch eben halt noch die Pickups und mein Fazit. We'll be right back.
wie ihr konntet sehen, da war so viel, ja, Zeug, kann man auch so sagen, von alten klassischen Sachen bis aktuellen. Und mein Bruder und ich haben natürlich auch gestöbert und sind fündig geworden. Und ich zeige euch getrennt sozusagen die Sachen, die ich gefunden habe und die mein Bruder gefunden hat. Zusätzlich so ein paar Kleinigkeiten eben halt, die ich auch geschenkt bekommen habe, obwohl das ist jetzt nichts an Gaming und so weiter. Denn ich habe da auch sehr viele gute Bekannte getroffen. Einerseits auch bekannte Händler wie Zustandsrobert und Igel und den Jens und ja, und noch mehr. Ich komme gerade auf den Namen nicht, aber man war am Quatschen und hat sich gut verstanden. Und ja, ihr hattet eure Stände, das war auch sehr, sehr schön. Ich habe es auch versucht, immer dann einzublenden in dem Sinne. Und ein lieber Freund von mir, der auch da war, war eigentlich auch sogar der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, ich komme noch zu dieser Börse, weil ich war ein bisschen skeptisch, dadurch, dass es eben ein bisschen holprig am Anfang war. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, deswegen bin ich auch froh, da gewesen zu sein. Der liebe Bastian aus meinem Forum, meinem WhatsApp-Forum war da. Bastian, toll, dass wir uns mal ein bisschen länger unterhalten konnten. Das hat Spaß gemacht. Obwohl, wir müssen uns noch mal Zeit nehmen auf einen Kaffee und so weiter. In dem Sinne, dass wir mal in Ruhe schnacken über Sammeln und Sonstiges. Und ja, du hast mir ein bisschen was in die Hand gedrückt, weil das so von deinem, ja, ein bisschen was zu essen, ein bisschen Kurioses in die Hand gedrückt. Und habe ich zum einen dieses interessante Getränk von Red Bull, The Peach Edition. Hat er mir jetzt zum Trinken in die Hand gedrückt, ich stelle es mal hier hinten hin. Und an Süßigkeiten hast du mir auch was in die Hand gedrückt. Ein Oreo-Schokokeks, den habe ich aber gleich gegessen, weil sonst wäre er mir kaputt gegangen. Und zum Thema Oreo, da hat er noch diese Wafer Rolls. Ich habe sie noch nicht gegessen, das ist auch witzig. Muss ich auch noch mal probieren, im Fernsehen heute Abend. Und das ist so aus China und so weiter, das sind Mini-Oreos mit Erdbeer. Richtig cool, finde ich richtig lustig. Dann, ich habe keine Ahnung, das ist so wo Gummiwürmer in 5 Geschmacksrichtungen. Das ist halt ein netter Gag und es macht Spaß und danke dir. Und hier haben wir Galactic Mix Cubes, so Würfel mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, habe ich gestern bekommen, habe ich noch nicht dazu, die jetzt zu probieren. Ich habe nur den einen kleinen, ja, Oreo-Kuchen gegessen, weil da wäre mir kaputt gegangen in meiner Tasche, wenn ich das zum Transportieren. Ja, und dann komme ich jetzt schon zu den Funden, denn ihr wollt ja wissen, was haben wir alles gefunden da beim Händler. Preise brauche ich euch nicht sagen, weil im Endeffekt sind das Händler. Das heißt, wir haben auch gehandelt und es gab auch faire Kurse, man kam einem entgegen, man konnte ein bisschen handeln. Das sind so Börsen, aber es sind jetzt keine, ich sag mal, Schnapper. In dem Sinne, dass man sagt, ein Euro habe ich das mitgenommen. Klar kann man auch mal günstig machen und ich sage auch nicht, dass wir jetzt hier nicht gut mit einem guten Kursen weggekommen sind, aber wir haben echt schöne Sachen gefunden. So, den Anfang machen Toys. Jetzt fange ich aber, bevor man die Games von meinem Bruder kommen, kommen erstmal die Toys. Und zwar 2 Lego Minisets hat er mitgenommen. Die waren aber auch günstig, ich glaube 4 Euro das Stück oder so. Oder 5. Hier von Marvel, von Guardians of the Galaxy. Das hatte er noch nicht. Und hier von Star Wars, aber aus dem, von Boba Fett, aber aus der Mandalorian-Zeit. Das ist noch so ein Ding mit dem schwarzen Boba Fett. Das kann man auch hier auf der Rückseite erkennen. Ist auch noch nicht geöffnet. Und hier kann ich auch euch nochmal die Rückseite zeigen. Hier haben wir den Star-Lord und Groot. Immer diese Minisets. Ich glaube, das hatte mein Bruder noch nicht. Das hatte er aber auch schon. Da war sich nicht sicher, aber der Preis war gut. Ich glaube, er hat so 4-5 Euro bezahlt. Aber genug der Preise, deswegen, das ist gar nicht so einfach, das eben festzustellen. Ja, dann hat auch ein YouTube-Kollege von mir und auch einer aus der Gruppe, der Solak Zeittresor, auch ihn verlinke ich da unten, einen Stand gehabt. Wir haben uns auch gut unterhalten, es war eigentlich schön, auch mal ein bisschen Ruhe zu finden. Und an seinem Stand habe ich ein Hot Wheels Auto gefunden. Das hat er mir dann auch ja, überlassen sozusagen. Und zwar hier Hot Wheels Transformers Bumblebee. Richtig cool. Das ist halt, wie gesagt, nur ein Käfer. Aber ich bin ja Transformers-Fan und das ist halt die klassische Figur. Es gibt noch Optimus Prime, der fehlt mir momentan noch. Das Lustige, was er mir dann auch gezeigt hat, das wusste ich jetzt nicht. Ich blende euch ein Foto ein, denn das ist hier unter. Hier ist das Gesicht von Bumblebee eingebaut. Das ist eben halt nach der G1-Figur. Und ja, den musste ich einfach haben.
Und die sind auch nicht teuer. Aber wo wir bei Bumblebee sind, ich habe mir noch einen Bumblebee gekauft. Und zwar habe ich den erworben, oder getauscht habe ich ihn, gegen zwei Hörspielkassetten vom lieben Chris Tament. Chris, an dieser Stelle nochmal schönen Gruß. Ja, habe ich, und zwar habe ich Goldbug. Das ist auch ein G1 Trottlebutt von, ja, 92. Das ist sogar die Erstauflage, denn er hat noch das Rubbel-Logo. Die Zweitauflage in der Gold-Variante ist, wie soll ich sagen, hat nur ein Autobot-Logo. Hier ist es das klassische Rubbel-Logo. Ja, ich kann ihn auch in einen Käfer verwandeln. Er hat so einen leichten Gold-Touch. Ja, richtig schön. Das ist so ein kleiner Aufziehwagen. Fährt selbst. Richtig cool. Ja, so habe ich dann sozusagen zweimal den Käfer. Ja gut, lasse ich jetzt hier vorne stehen. Ja, ich habe einen Transformers gefunden. Ist auch schön. Aber ich habe ja auch Games Sachen gefunden. Ja, und dann war ich ein bisschen stöbern am Stand von Eagle. Der kam spontan. Den hatte ich auch auf der Polaris getroffen. Und da habe ich aber jetzt bei ihm nicht... Doch, da hatte ich auch eine Kleinigkeit mitgenommen. Aber diesmal habe ich was anderes entdeckt bei ihm. Und zwar von Dragon Quest. Er hat auch hier Zeug aus Japan, vom Promo-Material, was heißt Promo, von Merchandise über Games und so weiter. Es ist so viel auf diese Sprachen spezialisiert. Und durch Zufall habe ich in der Kiste von Dragon Quest zwei von den Schleimtropfen gefunden. Einmal in Gelb und einmal in Rosa. Die sind leicht, sind aus Plastik, aber so leicht plüschig. Richtig cool. Und ja, wer eben halt das Spiel kennt, der weiß, die sind eben halt, ja, was ein besonderer Gegner. In Blau wäre natürlich kultiger, den gibt es aber auch in wirklich in allem, auch selbst als Stoppkissen und was nicht alles. Ja, und was ich auch da erworben habe, war ein Kissen. Ich spreche von Kissen. Und zwar ein Handtuch von Dragon Quest. Naja, so ein Handlappen, ne? Ist noch original, ihr könnt das sehen. Hier ist der Hauptcharakter und hier ist so ein fliegender Schleimtropfen. Das, was eben halt das besonders macht, ist, dass die Zeichnungen bei Dragon Quest designt sind von Akira Toriyama, ja, leider verstorben, dem Schöpfer von Dragon Ball. Und er hat halt auch sehr viele Charaktere entworfen für die Dragon Quest Spielereihe, genauso wie die Chrono Trigger Reihe oder Chrono Cross hat er, glaube ich, auch die Grundzeichnung gemacht. Er hat sehr viele Videospiele, Covers gemalt oder auch bei Blue Dragon, bei dem Xbox 360 Spiel, ein großartiges Adventure. Und der Animationsserie hat er auch die Designs entworfen. Also das ist auch Wahnsinn. Naja, toll. Und mir gefiel das und das habe ich auf das Handtuch mitgenommen. Und dann habe ich noch etwas für mein persönliches Sammelbiet dort gefunden. Dann schließe ich aber auch fast meine Sachen ab, die ich gekauft habe, obwohl ich eine Sache mit meinem Bruder geteilt habe. Ansonsten ein paar Sachen, ja, sind auf jeden Fall fast schon gemeinsame Sammlungsteile. Aber dann habe ich bei Eagle noch zwei Sachen gefunden. Und zwar in der Final Fantasy Ecke. Und zwar einmal diese japanische Presse-CD von Square Enix. Was da drauf ist, weiß ich nicht. Die war aber vom Winter 2004. Ich habe nur mal geguckt. Das ist hier so richtig japanisch drin. Alles werden wohl Ausschnitte oder Trailer sein von Spielen. Lock for Sale. Keine Ahnung. Werde ich mir nochmal angucken. Bin ich mal gespannt. Und diese Promo. Ich stehe auf Promos. Und zwar von Final Fantasy X, also 10. Ja, fehlt mir noch für PlayStation 2. Da war es auch noch Squaresoft, noch nicht Square Enix. Ob diese eine Cover hatte, diese Version, das weiß ich nicht. Im Endeffekt, die einige Final Fantasy, die ich habe, die haben ein Cover. Diese jetzt nicht. Ja, aber für meine Promosammlung, denn Games Promo Archive, falls ihr da mal reinschaut, auch der Link unten in der Verbindung. Unten in der Videobeschreibung, da seht ihr dann eben halt, stelle ich diese ganzen Promos vor, die noch nicht sofort, aber da sind schon eine ganze Menge zu finden und es werden noch mehr, ich habe so viel Merch und coole Sachen, die ich da zeigen werde. Ja, mal weiter im Text, was haben wir denn noch gefunden? Eine Sache, die ich geschenkt gekriegt habe, eigentlich um weiter zu verschenken, aber ich habe sie dann an die Seite gelegt und dann irgendwo vergessen. Und zwar habe ich hier Mega Man X, diese schöne Figur. Die gab es in der Tombola und ja, irgendwie ist sie dann bei mir, ich soll sie weiterschenken. Dann habe ich sie jetzt neben meinen Stand gelegt erstmal und ja, ich habe völlig vergessen. Was jetzt hier noch runtergefallen ist, ich sehe es, das liegt bei mir auf dem Boden. Da war noch so ein Sticker drauf, den muss ich wieder festkleben. Sehe ich mal dahin. Muss ich kurz mal aufheben. Das habe ich aufheben müssen und zwar Includes Sword.
der Sticker, der da war, der, ja, es hat sich leider gelöst. Muss mal im Endeffekt draufgeklebt werden. Naja, wie dem auch sei. Ist halt so, wenn es älter wird, das trocknet alles aus. Ja, und dann haben wir hier eine Menge an GameStuff, was wir gefunden haben. Ich werde auch gleich das Highlight präsentieren, was von mir und meinem Bruder gemeinsam ist. Und zwar haben wir diesen Resident Evil Controller gekauft. Die Box ist in einem sehr, sehr schönen Zustand. Leider fehlt das Handbuch. Wenn einer von euch das abzugeben hat, gerne mal melden. Würde mich freuen. Das ist vom Resident Evil 2 Spiel. Das ist ein spezieller Controller. Das ist die europäische Version. Es gibt auch eine japanische Version davon. Hier seht ihr Lilien an der Seite. Ich habe es noch in der Schutzfolie drin. Und hier ist der Claire. Ja, irgendwie für die Resident Evil Sammlung musste das irgendwie, ja, brauchen wir einfach. Und ist auch richtig cool. Wie gesagt, das Handbuch fehlt. Aber ja, lässt sich hoffentlich nochmal finden. Auf jeden Fall war das zu einem guten Kurs zu bekommen und wir haben uns den Preis dann geteilt. Ja, dann hat mein Bruder noch ein paar Hefte gefunden, zwei Lösungsbücher gekauft, auch zum schmalen Taler, und zwar einmal Halo 2. Und, ja, Halo 2 ist leider auch schon ein bisschen angerissen, deswegen überlegt mein Bruder, dass er es aufkauft, das war, oder aufmacht, das war schon zielt, aber es ist einfach aufgeplatzt für die Zeit hinweg. Und auch wenn ich es in meiner Sammlung habe, aber er wollte es in seiner Sammlung haben, bei dem kann man nie was verkehrt machen. Metal Gear Solid 1, das Lösungsbuch, allein schon wegen den wunderbaren Artworks, die ich jetzt in dem Sinne finde, hier die Charaktere, und das ist einfach schön, das anzugucken. Und ja, wie man spielt, wird natürlich erklärt, die ganzen Charaktere, Hintergründe, und gerade das macht es Spaß noch zu lesen. In einem recht schönen Zustand, den gab es vielleicht für einen guten Kurs. Ja, und dann zeige ich euch jetzt das modernste Spiel, denn dann wird es retro-lastig. Modernste Spiel ist für den Game Boy Color. Ja, jetzt Game Boy Color sagt ihr auch modern, aber bei dem sagt ihr, das muss auch sein. Und zwar hier The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wunderbare Box eigentlich, fast perfekt. Ja, ihr seht hier alles Top-Zustand. Leider zwei Etiketten drauf und da hat man, ohne mit dem Föhn zu arbeiten, einfach gezogen. Dadurch ist leider vom Cover an der Stelle hier was gerissen. Da will mein Bruder aber auch noch versuchen, weil man hat hier ein bisschen versucht zu poolen, den noch zu lösen. Aber ansonsten alles dabei, sehr schöner Zustand. Und abgesehen von dem Mangel, aber es gab so einen super guten Kurs. Und da hat mein Bruder dann nicht gezögert und gesagt, das nehme ich mit. Ja, und dann zeige ich euch jetzt die Spiele ohne Reihenfolge, weil wir sind von verschiedenen Händlern dort. Mein Bruder hat ein paar alte Big Box Spiele gefunden und auch ein paar für den C64 und für den Amiga. Und ich fange jetzt hier an. Für den Amiga, den Klassiker, den Kultklassiker Pirates. Pirates ist ja ein Spiel, was ich in meiner Kindheit auch gespielt habe für den C64. Interessanterweise auf der Amiga-Version sind die C64-Bilder. Kommt mit Diskette, Handbuch. Beim Handbuch muss leider auch, müssen die Klammern ausgetauscht werden. Fangen an irgendwann mal zu rosten, obwohl man da nie mit Feuchtigkeit gearbeitet hat oder nie Regen ausgesetzt hat. Aber irgendwie hat das alte Material einfach das Talent zu rosten und das setzt sich dann auch aufs Papier ab. Muss ausgetauscht werden, sonst die Karte ist in sehr schönem Zustand und das Spiel ist einfach kultig. Ähnlich kultig, auch für den Amiga, glaube ich, hat mein Bruder das jetzt mitgenommen. Ich muss mal gucken, ist das für die Konsole? Ja, für den Amiga, aber im Endeffekt ist die PC-Version hat auch nur eine CD. Theme Park,
das Rollercoaster-Spiel, das erste, bevor dann Rollercoaster Tycoon und so weiter kam, wie man einen Themenpark aufbaut, und das war einfach kultig und man konnte auch in Achterbahn fahren und da haben wir Stunden mit verbracht auf dem Amiga und später auch auf dem PC. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann auch für den Amiga ein Rollenspiel, kann man so sagen. Genau, ein Rollenspiel, ein Science-Fiction-Rollenspiel, und zwar Mega Traveler 2 Quest for the Ancient. Also wirklich ein Klassiker. Den ersten Teil hatte mein Bruder schon und den hat er, glaube ich, mit Zustandsrobert gekauft. Richtig schön cool. Ja, und bevor ich jetzt weiter zeige, ich möchte noch einen schönen Gruß an Tom von Locus Weltgaming machen, denn der hatte mich besucht auch am Stand und auch wunderbar. Er hat mich auch interviewt und ich durfte in seinem Video ein bisschen was sagen und so weiter. Er hält mir das Mikrofon hin, sag was. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen oft wiederholt, aber egal. Seinen Kanal verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Also das ist wieder, immer wieder spaßig mit dir, Tom. Es macht Spaß. Also wir verstehen uns einfach. Das finde ich so richtig cool, wenn es ist auf einer Wellenlinie und man labert dann einfach so ein bisschen. Und ja, der hat auch ein interessantes Video gemacht über diese ganze Convention und oder diese Börse. Und schaut euch das gerne an. Ich weiß noch nicht, ob es online ist zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, aber schaut auf seinem Kanal da. Lasst ein Like, ein Abo oder was auch immer da. Einen schönen Kommentar, das wollte ich sagen. So, ein weiteres Spiel von Core Design Limited. Core Design sind auch die Macher von Tomb Raider übrigens. Und zwar diesen Rollenspiel-Klassiker auch. Naja gut, oder dieses Rollenspiel aus der Amiga 1200er Zeit ist das. Also Amiga Zeit, Heimdall 2. Ja, es ist so nordische Mythologie, auch richtig coole Grafiken. Sehr, sehr gut gemacht, auch für die damalige Zeit. Und thank you.
Ist halt ein Klassiker, muss auch sein. Fehlt mein Bruder noch in der Sammlung. Teil 1 hat er, glaube ich, deswegen, ja. Ja. Hat er eben halt, sagen wir mal so, den haben wollen, ja. Fehlen die Worte. So, weiter geht's noch mit ein paar Klassiker. Und zwar, hier hat er für den C64, ist es aber, eine Ultimate Collection gekauft. Und zwar von Ubisoft damals noch. Das ist also wirklich von Ubisoft verschiedenste Themen oder verschiedenste Games. Und hier haben wir einmal Skate Wars. Skate Wars ist eigentlich sowas wie Eishockey oder Skate, wie so ein Eishockeyspiel, kann man fast sagen, wo man ein bisschen sich gegenseitig sportlich bekämpft, so ein bisschen futuristisch. Dann haben wir Stunt Car Racer. Ja, fährt man im 3D sozusagen über eine selbstgebaute Strecke. Das ist gar nicht so einfach damals gewesen. Dann Pro Tennis Tour, einfach ein Tennisspiel. Das habe ich nicht auch damals gehabt, genauso wie nicht After the War. Das ist so ein Actionspiel, ein bisschen Side-Scrolling, Ballerspiel, kann man sehen, weiß ich jetzt nicht. Muss ich vielleicht mal mit euch einzeln auseinandernehmen. Dann AMC, das ist so ein Science-Fiction-Spiel, kenne ich jetzt auch nicht. Habe ich aber auch noch nie gespielt. Aber der Klassiker, und das war der Ausschlag für meinen Bruder, hier ist Zombie drauf. Zombie ist ein Survival-Horror-Spiel. Und das wurde dann später von Ubisoft geremaked als erstes für die Nintendo Wii. Nee, nicht Wii, Wii U. Später ist es auch noch für die PlayStation 4 rausgekommen. Ja, dieser Survival-Klassiker, das hat eine Vorlage eben halt hier auf dem C64. Richtig einfach gehalten, aber ein sehr interessantes Game. Es ging um Survival-Horror und man hatte jetzt wechselnde Charaktere. Man war jetzt da nicht... Ja, es wurden immer so ein bisschen... Alles war so ein bisschen generiert. So, somit war jedes Spiel auch irgendwo neu. Richtig cool gemacht. Und das musste auch in die Sammlung. Deswegen halt, ich glaube, es gibt einzeln das gar nicht. Oder wenn, ist es ganz schwer zu finden. Ja, dann ein Klassiker, der einfach mal in die Sammlung musste, auch für den C64. Ja, ergab sich. Mein Bruder hätte ihn lieber für Amiga gehabt, aber hatten die niemand. Und das war jetzt ein guter Kurs. SimCity. Der Aufbaustrategie-Klassiker, der dann sehr viel erfolgreicher auch auf dem PC wurde. Ich glaube, auf dem PC haben mein Bruder und ich den auch am meisten gespielt, aber für den C64 ist einfach nur kultig, das zu haben. Weiter geht's dann auch noch mit zwei weiteren C64-Klassikern, die noch zielt sind, auch wenn sie ein paar kleine Macken haben. Und zwar haben wir hier F-15 Strike Eagle. Eine Fortsetzung, aber das ist der erste Teil. Eine Flugzeugsimulation. Ja, Flugzeugsimulation oder Jetsimulation gab es sehr viel damals in der Zeit. Die sind heute seltener geworden. Ist natürlich mehr sowas wie Ace Combat oder so. Das ist ja schon ein bisschen mehr mit Story und so ein bisschen Fantasy drin. Das ist echt klassikermäßig. Und hier haben wir einen anderen, und zwar einen Hubschrauber-Simulator, einen Gunship. Natürlich auch so ein bisschen mit.
Sagen wir mal so, so ein bisschen mit gleicher Geschichte, aber das war auf damalige Zeit nicht üblich. Da hat man nur eine Grundmission bekommen und dann ist man geflogen. Und Gunship und auch Microprose wurden von Sid Meier mitdesignt, der für das Pirates verantwortlich ist. Auch richtig, ist einer der Kult, einer der Kult Videospieldesigner, kann man auch so sagen. Jetzt wird es kleiner beim Gaming, denn ich habe hier mehrere kleine Spiele, die mein Bruder noch gefunden hat. Auch Klassiker. Hier ist das teilweise auch für den C64 und zwar in Datasette-Form. Datasette ist Kassette. Und ich gucke gerade, mit was schönen Teilen ich jetzt hier anfange. Für die Kassetten. Einfach greifen. Einfach greifen. Das ist das Einfachste. Fangen wir an mit International Karate Plus. Das ist wirklich auf Kassette. Ja, wir sind früher in den Laden gegangen und für C64, das war dann auch teilweise auch nur einseitig bedruckt, sind wir und haben solche Kassetten gekauft. Und das Schöne ist, wenn man auf Flohmärkten guckt, also ich gucke ja auch bei Kassetten, man kann immer noch mal solche alten Spiele für C64, Amstrad und den ZX Spectrum finden in Kassettenform. Die sehen aus wie Hörspiele, sind es aber nicht. Ja, das war eine ganz andere Zeit, Leute. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kassetten waren Datenträger. Ja, dann auch hat er zwei Batman-Spiele, und zwar Batman The Caped Crusader. Auch ein richtig geiles Cover. Gleiche Cover nochmal. Richtig cool. Und auch ein Klassiker, den habe ich auch in der Big Box, aber das ist jetzt hier eben halt die Datasette-Version. Batman, The Video Game oder das, so Batman, the Film. Richtig cooles Spiel. Haben wir rauf und runter auf dem C64 gespielt. Was musste eben halt durch den Joker stoppen.
so ein Side-Scrolling, ein bisschen ja, Action-Adventure-mäßig, so. Man konnte sich von Etage zu Etage handeln, Batarangs werfen, um Gegner auszuschalten und so weiter. Das war auch richtig spannend. Dann gab es auch noch Level, wo man mit dem Auto fahren musste und mit dem Batwing fliegen. Also richtig gut gemacht, eben nach dem Burton-Film. Und hat viel Spaß gemacht. Jetzt die andere Version. Bei der Big Box fehlt mir eigentlich nur noch der Sticker dazu, denn der war leider in meiner Edition nicht dabei, aber es ist ein Kultspiel. Wir haben da echt viel Zeit verbracht und hat sehr viel Spaß gemacht. Kultspiele gibt es hier noch mehr. Das sind jetzt auch zwei Wiederauflagenversionen in als Datasette von zwei Actionspielen. Und zwar einmal habe ich hier Indiana Jones und der Tempel des Todes in der Kicks-Version. Das ist eigentlich ein C64-Version. Des Arcade Games, das war eigentlich auf dem Automaten und da hat sie 5 Level. Ich glaube, der Automat kann sein, dass man 2 mehr, Level mehr hat. Aber auf jeden Fall jetzt hier mal diese Version. Und hier Indiana Jones oder Indy and the Last Crusade, das ist auch so ein Actionspiel, auch in der Kicks-Version. Side-Scrolling, ja. Da gibt es aber auch für alle anderen Konsolen, also ich glaube Mega Drive, Master System auch Spiele. Und die Mega Drive-Version, so eine der besten Versionen dieses Actionspiels sein. Also. Und da wir ja Lucasfilm Games Fans sind, muss das auch mal so in die Sammlung. Und jetzt haben wir noch einen extra Klassiker, gibt es auch in der Big Box, aber der ist sehr schwer selten zu finden. Aber hier haben wir jetzt diese Version, License to Thrill von Americana Software, und zwar Bruce Lee. Das ist und Jump'n'Run Klassiker, der hatte wirklich super viel Spaß gemacht. Mit sehr viel Geschicklichkeit musste man eben halt Dinge einsammeln und kämpfen auf verschiedenen auf Screens eben halt. Auf C64 viel, viel Zeit mit verbracht. Großartiges Game. Auch gar nicht so leicht. Ja, und jetzt habe ich hier nur noch 3 Spiele liegen. Dann haben wir schon die ganzen Pickups. Hier haben wir ein Marvel-Spiel: The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge. Sogar ein Free Comic Book Inside von Gremlin. Das ist, hört sich an wie eine Datasette. Interessanterweise sehe ich jetzt hier, steht hier unten, ja, hier unten steht Dr. Doom C64. Es ist noch sealed. Richtig cool. Findet man so auch nicht alle Tage.
dann haben wir noch ein weiteres Spiel auch für C64, eben ja, nach Comic. Und ihr seht, das ist eine große Hülle. Superman, The Game. Ist jetzt kein weltbewegendes Spiel. Hier könnt ihr auch noch mal sehen, ein schönes Superman-Bild im Innern. Und hier auch mit dem Logo auf der Kassette. Wie ich sagte, manchmal einseitig nur bedruckt. Manchmal ist das Spiel auch nur auf einer Seite drin. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Game. Heute sind das Klassiker, auch wenn sie jetzt qualitativ nicht vergleichbar sind mit heute. Manche sind auch nicht so gut gelungen, weil sie ganz andere Zeit haben. Viele haben gute Ideen gehabt, aber die Möglichkeiten waren damals noch einfacher. Sie waren nicht so umzusetzen. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Und den Abschluss macht ein Amiga-Spiel, denn das man wohl dann nicht liegen lassen konnte, weil es eins seiner absoluten Lieblingsspiele ist. Beziehungsweise die Reihe ist absolut seine Lieblingsreihe. Hier in dieser kleine Auflage, es gab auch Big Boxen, aber das musst du auch noch mal haben. Shadow of the Beast für den Amiga von Psygnosis Teil 2. Richtig schön gemacht. Und hier ist nichts weiter drin als eben halt Diskette und kleines Handbuch. So schön in einer Schutzhülle. Das machen wir wieder schön vorsichtig zu. Richtig toll. Und ja, das waren unsere Funde eben halt oder Mitnahmen von der Watt Nerd. Eine ja, sehr schöne Börse. Denn so skeptisch ich ganz ehrlich gesagt am Anfang war die sehr unterhaltsam, und ich denke, dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei sein werde. Es ist halt so, dass man Börsen manchmal auch nicht einschätzen kann, was für Kundschaft kommt, ob da Leute kommen. Ich war auch erst mal am Überlegen, Ritterhude, das ist halt ein Ort bei Bremen, und kommen da die Leute, kommen genug Leute dahin, nur weil es da eine große Halle ist, ist es manchmal auch gar nicht so zu sagen, dass auch die Leute da kommen, weil sie kommen ja gezielt zu diesen Börsen. Oftmals mit Vorausstellungen, eben halt, was sie an Games-Stuff suchen oder einfach mal stöbern wollen. Da waren auch sehr viele da, die einfach zum ersten Mal da waren, die einfach wissen wollten, was gibt es denn da Schönes. Deswegen, es war das Publikum gemischt. Es waren natürlich viel gezielte Gamer vor Ort oder gezielt suchende Gamer. Aber es hat Spaß gemacht. Es war wirklich eine sehr schöne Sache. Viele Freunde wieder getroffen. Darum geht es mir manchmal auch, dass man diese Leute trifft und einfach Spaß hat. Es gab auch kleine Anspielstationen. Es gab einen kleinen Saal, noch so ein paar Leute waren. Wo auch eine Verlosung eben stattgefunden hat. Man konnte Lose kaufen. Ich habe aber gar kein Los gekauft irgendwie. Die liefen bei mir mal so selten vorbei. Dadurch habe ich immer vergessen, Los zu kaufen, auch wenn sie es mehrfach durchgesagt haben. Was kann ich denn noch so sagen dazu? Die Anspielstation war, wie gesagt, es war Foodtrucks vor der Tür. Man konnte schön Pommes und Burger kaufen. Das war auch günstig und auch lecker. Obwohl ich nicht gegessen habe, aber ich habe jetzt, meine Nachbarn haben gegessen davon und das waren zufrieden. Und im Nachhinein muss ich so sagen, es war eine gelungene Börse. Es war wirklich gelungen, es war halt auch ein Abstecken, sowohl Seiten der Händler als auch der Kunden. Und es war im Nachhinein gut organisiert. Also ich habe meine Tische gehabt, und ich habe einen schönen Platz gehabt. Es war genug Platz in den Gängen. Und ja, es ist natürlich Luft nach oben. Ist ganz viel Luft nach oben. Achso, eine Sache habe ich noch gekauft, wo ich jetzt Luft nach oben sage. Und zwar gab es da mehrere Aufsteller. Ich wollte noch aus Mediamarkt und Co., die ihr da so seht sozusagen. Und ich wollte noch einen zweiten haben, den hat er vergessen, mir aber zurückzulegen und dann leider weiter einem anderen gegeben. Aber einen Aufsteller habe ich noch günstig erworben. Und das, was übrigens bei den Losen eingenommen wurde und auch was für die Aufsteller verlangt wurde,
wird gespendet an zu einer wohltätigen Organisation. Das finde ich auch wunderbar und das finde ich auch toll, deswegen habe ich es auch unterstützt. Ich habe diesen Doom Eternal Aufsteller, oder große Videokassette kann man auch so sagen, großen Aufsteller, eben halt mitgenommen. Fand ich richtig cool vom Motiv her. Es hat halt was Klassisches. Es wird einmal mit Pre-Order-Aufdruck und einmal das Cover. Und das Cover sieht einfach noch Hammer aus. Hat leider zwei Löcher, weil mit dem Hauptmotiv war es sozusagen, es war aufgehängt worden mit dem, was, ja, mehr Textseite, da waren Löcher drin. Ja, was soll's. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ding dann, ich glaube, ich habe einen Zehner dafür gegeben, dann auch wegen der Spende. Und ja. Das war noch das Letzte, was ich mitgenommen habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie ich sagte, eine sehr, sehr schöne Börse. Es war auch schön, diese Leute, überhaupt Leute dann zu treffen, die man kennt. Mein Bruder hatte noch einen Kollegen, den Fritz eingeladen und seine Freundin. Ich grüße euch an dieser Hinsicht, wenn ihr das Video überhaupt seht. Denn das war ein alter Studienkamerad von meinem Bruder, der wohnte in der Nähe von Bremen. Hatte einfach so, wenn wir auf der Fahrt waren, ich dachte, Mensch, ich hätte ihm mal Bescheid sagen können, sagt er. Ich sag ihm doch Bescheid. Schreibe mich jetzt an, sag, du bist da, und der kam vorbei. Und das war sehr schön. Mein Bruder hat sich sehr gefreut. Und ja, wie gesagt, ich wiederhole mich. Und dann eben halt das Treffen von mit den vielen Leuten. Und ich überlege gerade noch, ob ich irgendeinen vergessen habe. Aber wie gesagt, danke, Tom. Bastian, war wieder eine Freude. Oder war überhaupt unser zweites Treffen. Und wenn du nicht so weit wegwohnen würdest, müssen wir es öfter machen. Du hast mich nach Montabaur eingeladen. Ist natürlich für mich eine weite Reise. Ich muss mal sehen, wie ich das auch optimal mache. Aber das ist im März nächsten Jahres. Da fällt mir bestimmt noch was ein. Ansonsten, ja, war es das jetzt erstmal. Ich habe nichts mehr zu sagen. Schöne Börse. Ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei. Wenn mir noch was einfällt, mache ich Short-Videos dazu und so weiter. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Short-Video, um mal ein paar Highlights kurz zu zeigen. Das werde ich mir überlegen. Ist meine Idee, die ich hier spontan hatte. Ansonsten, ihr seid dran, liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Wart ihr auch auf der Wattenerd? Haben wir uns unterhalten und ich habe euch völlig vergessen, was mir dann sehr leid tut. Oder was ist euer Highlight hier? Ja, lasst es mich wissen. Wir schnacken wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.